Besonders beim Bohren auf dem Bau kann es immer wieder zu unerwarteten Problemen kommen. Armierung, Kiesel, das sind Unwägbarkeiten, für die man die richtige Lösung braucht. Und die stellen wir Ihnen in der heutigen Ausgabe von Werkzeug TV vor. Wir haben die Allzweckwaffe für den Bau, den Trijet Hammerbohrer von der Firma Heller. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Guido Hinken, Vertriebsleiter für Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg. Hallo Herr Hinken. Ja, hallo Herr Wolf. Die Firma gibt es seit 165 Jahren, also eine geballte Ladung an Erfahrung steckt dahinter und sie waren letztens auch ganz prominent im Einsatz, nämlich bei einer spektakulären Bergrettung, von der wir alle gehört haben. Ja, ganz genau. Der Höhlenforscher Jörn Westhauser wurde aus der Riesending-Schachthöhle gerettet und die Bergretter, die waren begeistert von unserem Trijet. Die haben über 600 Befestigungen machen müssen in der Höhle und die wollen mit keinem anderen Bohrer mehr bohren. Die haben also bei uns angerufen und gesagt, wir sind absolut begeistert von diesem Produkt. Also die Profis, die kennen sich eben aus. Was zeichnet den Trijet Hammerbohrer aus? Kommen wir vielleicht mal dazu. Es ist ein dreischneidiger Bohrer. Jetzt ich als Laie würde jetzt sagen, je mehr schneiden, desto besser. Warum hat der nicht vier? Ja, ganz genau. Das meinen viele. Je mehr, desto besser. Das ist also ganz im Gegenteil der Fall. Das können Sie ganz gut sehen. Der rot markierte Bereich, da sieht man eben den Bohrmehlabtransportraum. Und der ist beim Dreischneider natürlich wesentlich größer wie beim Vierschneider. Und dadurch habe ich ein wesentlich angenehmes Bohrverhalten. Und dadurch habe ich natürlich eine wesentlich höhere Bohrgeschwindigkeit auch. Neben dieser hohen Geschwindigkeit haben wir natürlich auch den IF und Red Dot Design Award gewonnen. Wow. Das heißt, renommierte Designer sind sich einig, das ist nicht nur ein gutes Produkt, sondern auch noch ein schickes Produkt. Neben BMW, Samsung und Apple werden wir da auch jetzt erwähnt und sind da auch ganz stolz darauf, dass wir diese Auszeichnung auch tragen dürfen. Ja, dürfen sie auch. Ja? Neben der Schnelligkeit, was sind weitere Eigenschaften des Trijet? Ja gut, er ist natürlich extrem robust, weil er mit drei echten Schneiden arbeitet. Und dementsprechend natürlich das Bohrmehl optimal nach oben bringt. Das heißt also, diese Verpuffungseffekte, die jeder Handwerker als kleine Staubexplosion kennt, die entstehen bei unserem Bohrer eben nicht so schnell. Das heißt also, man kann nach unten wegbohren, ohne zu lüften. Das ist also sehr gelenkschonendes Arbeiten. Dafür haben wir auch das Siegel Handarm Vibration. Das heißt, unser Bohrer macht wesentlich weniger Vibrationen, wie zum Beispiel Wettbewerbsprodukte. Sie haben vorhin gesagt, das Bohren wird angenehm gemacht. Sie bei Heller sind ja dafür bekannt, dass Sie sicheres Bohren auch für den Anwender bereithalten. Wir haben hier was vorbereitet, einen kleinen Betonklotz. Vielleicht können wir das daran ja mal zeigen. Ja, also es ist so, dass unsere Bohrer sind dementsprechend auch PGM geprüft, Prüfgemeinschaft Maurerbohrung. Das heißt also, die Maßhaltigkeit in Verbindung mit dem Bohrloch ist gewährleistet. Und zusätzlich haben wir ein Duratec-Härteverfahren. Die Bohrer werden also mit Millionen Kugeln bestrahlt und dadurch haben wir eine gewisse Flexibilität, die wir jetzt hier mal ganz gut sehen können. Das heißt, der Bohrer geht immer wieder in die Ausgangsposition zurück und er bricht definitiv nicht. Das heißt, also die Stabilität ist absolut gewährleistet und der Handwerker ist natürlich geschützt. Das ist ganz wichtig. Und man kann mit unserem Bohrer eben nach unten wegbohren, ohne zu lüften. Und das ist natürlich ein sehr angenehmes Bohren auch. Also fast wie so ein Gummibohrer, der um die Ecke bohrt. Theoretisch könnte man um die Ecke bohren, ist natürlich kein echter Einsatz, aber es wäre durchaus von der Stabilität her, wäre das durchaus möglich. Ne? Jetzt haben wir da ja den Betonklotz, ich habe es eingangs erwähnt, wenn da jetzt eine Armierung drin wäre, das ist ja so ein bisschen das Schreckgespenst für jeden Handwerker, wie würde der Trijet reagieren? Ja, für den Trijet ist das natürlich kein Problem. Sie müssen sich vorstellen, der Trijet hat drei Hartmetallflügel, die extra breit sind. Das kann man hier ganz gut sehen. Dementsprechend sind immer drei Flügel auch im Einsatz. Das heißt also, gegenüber einem Vierschneider zum Beispiel ist es so, dass die häufig zwei zurückgesetzte Schneiden haben und nur auf zwei Schneiden schneiden, während wir wirklich auf drei echten Schneiden arbeiten und damit natürlich die Armierung optimal durchtrennen. Und auch dieses Verhaken passiert bei unserem Bohrern eben absolut nicht. Und wie gesagt, wir arbeiten mit drei echten Schneiden und dadurch haben wir die neunfache Standzeit gegenüber einem zweischneidigen Bohrer zum Beispiel. Gerade bei Armierungseisen. Ne? Neunfache Standzeit, wodurch kommt die zustande? Ja, durch dieses optimale Duratec-Härteverfahren und natürlich durch die Zweipunktzentrierung. Das heißt, also wir haben eine Zentrierung, Sie müssen sich so vorstellen, wenn Sie eine Spitze haben und damit mit dem Hammer draufschlagen, dann wird die Spitze sehr schnell flach und eine Zweipunktzentrierung garantiert ein optimales Anbohrverhalten und natürlich auch eine wesentlich höhere Lebensdauer, weil ich eben eine höhere Angriffsfläche auch vorne habe. Jetzt haben wir viel über Lebensdauer gesprochen. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie viel Löcher bohrt denn der Trijet?
Ja, ich habe hier einen Behälter mit 1500 Dübeln vorbereitet. Das ist ein Standarddübel. Mhm. Und mit einem Bohrer dieser Güte, 6x160 Trijet, kann ich bis zu 1500 Löcher der Dübellöcher bohren dementsprechend. Das ist meine Ansage. Ganz genau. Also man kann ganz klar sagen, der Trijet sind Maßstäbe im Bereich Lebensdauer. Es gibt also kein besseres Produkt. Das ist mal ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Hinken, dass Sie bei uns waren und uns den Trijet präsentiert haben. Gerne, Herr Wolf. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe von Werkzeug TV.